Hast du damit ein Problem? Na dann ist ja gut. Das ist er nicht! Verdammte Scheiße! Danny, Mann! Nein, das ist er nicht! Guck dir mal an, was du gemacht hast. Was ist das für ein Scheiß? Du hast ihm die ganze Fresse zerhauen. Daumen hoch für wilde Sau. Ich hau jetzt ab. Das war's für mich. Ich krieg keine Luft. Was ist denn das für ein Lärm? Wer macht denn hier so einen Krach? Ach, das ist nur der Säufer aus dem Elften über uns. Der ist wieder auf Touren. Ach, so ein netter junger Mann. Und arbeitet nicht und hängt nur an der Flasche. Das hat's bei Adolf nicht gegeben. Da wurden sie alle eingezogen zum Arbeitsdienst und dann waren sie den ganzen Tag an der frischen Luft und bauten die Autobahn. Fuck, Mann, ey, das war echt klar. Was dauert der Scheiß da nicht so lang, echt? Ich hab heute Morgen einen billigen Flug nach Ibiza abgegriffen, okay? Ich muss in einer Stunde in Tempelhof sein. Was willst du denn auf Ibiza? Ich hab einen verdammt geilen Dreh bei Maximum Perversum, okay? Was glaubst du, was da für Chicas abhängen, Mann? Das ist meine Chance, okay? Also fahr los! Maximum Perversum? Oh ja, die sind gut, die kenn ich. Was sitzt du noch so dumm da jetzt? Fahr mich doch zum Flughafen, Mann! Jetzt hör mal zu, Peter. Ich erkläre dir zum allerletzten Mal. Der Eddie ist zwar nicht der Schnellste. Aber der ist hundertprozentig loyal. Der macht genau das, was ich sage. Und zwar wortgetreu. Der wird jetzt den Ronny da oben verklickern, wie es weitergeht. Und wenn die Bienen dann runterkommen, dann fahr ich dich zum Flughafen. Nicht früher und nicht später. Und jetzt halt endlich deine Fresse. Elfriede Müller, meine Großmutter. Bei ihr bin ich aufgewachsen. Mein Vater, dieses Stück Scheiße, habe ich nie kennengelernt. Hat sich noch vor meiner Geburt verpisst. Meine Mutter ist vom Autounfall ins Leben gekommen. Der Typ war besoffen. Und meine Oma war seitdem immer für mich da. Sie gehört noch zu der Generation Trümmerfrauen. Hat die ganze Scheiße im Zweiten noch mitbekommen. Hat viel durchgemacht. Deswegen bin ich ihr auch nicht böse, wenn sie so einen sinnlosen Scheiß von sich gibt. Na, nach dem Motto, Arbeit macht frei, Auschwitz und so eine Scheiße. Naja, ihr wisst schon. Junge, nimm noch ein paar Kartoffeln. Mhm. Die sind gesund. Schling nicht so. Das ist ein Rumpfsteak. Das hat 16 Mark gekostet. Ist es also bitte mit Verstand. Heute muss man jeden Pfennig dreimal umdrehen. Cent, Oma. Es heißt Cent. Wir haben den Euro. Wo liebst du eigentlich? Ich rechne noch mit Mark. Und das zweimal. Junge, du könntest dir eigentlich mal einen Job suchen. Du musst endlich mal was verdienen. Ich war beim Supermarkt. Die suchen noch Kräfte. Vielleicht bewirbst du dich da mal. Hat gut geschmeckt, Oma. Danke. Das freut mich, mein Junge. Jetzt muss ich los. Brauchst du noch ein bisschen Geld? Nee, ich habe alles, Omi. Alles okay. So, ich muss los. Wo willst du denn hin? Jobbesorgung. Ja, das ist ja was ganz Neues. Ich brauche einen Star. Egal was für ein Star, das kann ruhig ein B-Movie-Star sein. Kinderstar, vollkommen egal. Aber ich brauche meinen Star. Sonst wird das mit dem Film nix. Oder würden sie mit lauter No-Names drehen? Okay, der Brandon wird sein. Den schnapp ich mir. Die alte Hackfresse bringt mir die Publicity, die ich brauche. Deswegen fliege ich nach Miami. Genau, ich fliege nach Miami und treffe diesen Brandon. Miami. Ich bin da. Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Geil. Hier will ich bleiben. Schauen Sie sich das Licht an. Da, das ist Licht. Das braucht man zum Film. Nicht so wie das graue Schmuddelwetter in Deutschland, verdammt. Kann man gerade mal ein kleines Fernsehspiel mitmachen. Aber hier, das ist Werbung, das ist Kino. Und schauen Sie sich mal die Bräute an hier. Alle aufgespritzte Titten und Lippen. Geil. Das ist Porno. Porno pur, was hier rumläuft. Mensch, ich bin im Porno. Und schauen Sie, überall wird gedreht. An jeder Straßenecke wird gedreht. Oh, wer dreht da vorne? Peter Falk. Oh, das schaue ich mir an. Da kann ich vielleicht noch was lernen, was aufschnappen. Boah, Wahnsinn. Warum bleibe ich nicht hier? Ich fahre nicht mehr zurück. Ich mache hier Filme. Ich werde hier bekannt. Miami, New York, Hollywood. Okay, ich engagiere diesen Brandon, bringe ihn rüber nach Europa. Der filmt bei mir. Okay, der hat schon ein paar hundert Filme gemacht. Ist B-Movie-Star, hat es nie so wirklich geschafft. Steinalt. Egal, ich brauche den Namen.
Können Sie verstehen, oder nicht? Gut, okay. Und dann sehen wir weiter. Ihr Besuch aus Deutschland ist doch noch gekommen. Soll der Mann warten? Ja. Sie sind also dieser junge Mann, der mir diese netten Briefe geschickt hat. Es ist mir eine Ehre, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Ich bin schon seit Jahren ein großer Fan von Ihnen. Im Moment anscheinend mein einziger. Aber ganz im Gegenteil. Ich bin mir sicher, es gibt Millionen von Fans, die genauso empfinden. Sto spetisu, euchi. Ime curas menos. Abrio, eh? Abrio, Gianni, Yasu, Gianni, Yasu. Als Sechsjähriger habe ich die Brücke am Mekong-Delta gesehen. Sie waren unglaublich in diesem großartigen Film. Sie waren der Grund, warum ich Filme machen wollte. Naja, der war ganz gut, aber einen Oscar habe ich trotzdem nicht bekommen. Aber Sie haben ihn verdient. Spätestens mit dem Hongkong-Film, die Leopardenkralle, haben Sie sich unsterblich gespielt. Wie hieß dieser Film noch? Die Leopardenkralle mit Bobby Chan als Ihr Partner. Ein Meilenstein der Filmgeschichte. Wie war noch Ihr Name? Rehmer. Dennis Rehmer. Nie gehört. Ich bin Newcomer. Dann passen Sie mal gut auf. Ich bin seit über 40 Jahren im Geschäft. Ich habe in ca. 130 Filmproduktionen mitgewirkt. Das meiste war warme Scheiße. Wissen Sie eigentlich, dass ich seit Jahren nur noch beschissene Drehbücher kriege? Ich bin 70 Jahre und topfit. Lassen Sie mich mit diesem alten Mist in Ruhe. Ich will nie wieder etwas von meiner Vergangenheit hören. Ich stelle Ihnen meine ganze Kraft als Schauspieler zur Verfügung. Machen wir Kunst. Ihre Agentin. Darling. What can I do for you? Yes, I'm fine. Next week to Tokyo. I don't know. I really don't want to meet this director. Erzählen Sie mir von Ihrem Film. Welche Rolle bieten Sie mir an? Sie sind der Vater des Hauptdarstellers, Mr. Brandon. Thank you for your support, darling. But this is complicated. Ich bin ganz ohr. Erzählen Sie. Also erstmal müssen Sie wissen, ich bin ein großer Fan von Scorsese, David Lynch und Quentin Tarantino. And that's your problem, darling. Wait a minute. Oh. There is a call in the other line. Deswegen, Mr. Brandon. Ich... Catherine. Ah, quelle surprise. Qu'est-ce que tu fais à Miami? Bienvenue à l'Amérique. Naturellement. S'honorer de manger avec toi. Ce soir? À 8 heures? Oui. À Bondi. À tout à l'heure, ma chérie. À tout à l'heure, Catherine. Ja? Yes? Deswegen wird mein Film eine Mischung aus Lost Highway, Goodfellas und Pulp Fiction. Quasi eine Melange aus diesen drei Sujets. Ein Gangsterfilm mit Komik und Mystery-Elementen. Erzählen Sie mir von Ihrem Film. Ich will von diesen Hollywood-Pappnasen nichts mehr hören. What the fuck am I talking about? You are my fucking agent, huh? Ja, es geht um einen Zuhälter, Mr. Brandon. Zwei Sätze. Erinnern Sie... Wenn Sie mir Ihren Film in zwei Sätzen erzählen können, ist er gut, sonst nicht. Überzeugen Sie mich. You are my fucking agent. And I want this fucking Oscar. And I don't want to hear anything about this fucking Tokyo. Ich höre. Ich bin ganz bei Ihnen. Mr. Brandon, ich kenne die meisten Ihrer Filme und so eine Rolle haben Sie noch nicht gespielt. Ich schlage vor, Sie lesen erstmal das Drehbuch. Nuttentarif. Scheiß auf die Jobs von meiner Großmutter. Apotheke, Wäscherei, Getränkemarkt, Blumen ausfahren, für alte Leute einkaufen. Diese Jobs mache ich nie wieder. Arbeit ist was für Moralisten. Ficken, Klimpergeld in Spielautomaten werfen, das macht Spaß. Oder gut gemachte Penne al-Arabiata. Mit Olivenöl aus Süditalien und richtigen Parmigiano. Ich meine nicht den Dreck, den du bei den Discountern kriegst. 6 verschiedene Parfums zu Hause im Schrank haben. Nur von Douglas, vom Feinsten. Immer neue Klamotten, immer neue Handys, mit den neuesten technischen Features. Immer up to date sein. Und du hast nicht eine Millisekunde dafür gearbeitet. Filme gucken ist nicht so mein Ding. Zu passiv. Du reagierst nur, du agierst nicht.
Das Leben ist das, was man daraus macht, jeden Tag. Ich habe keine Träume, hatte ich nie. Egon, mach mir den bitte noch mal klein, ja? Ja doch, Ronny. Und nun komm, ein Bier bitte. Günther. Hast du nicht was vergessen? Kurz lang? Hm? Ich vergesse nie was, Ronny. Aber bei dir tickt's aber nicht ganz richtig, ne? Kurz, lang, noch eine Runde. Der Günther ist ein ganz doofer, wa? Immer lieber, du zahlst erstmal, was hier auf dem Deckel steht. Günther, du kennst mich doch. Ich zahle immer alles. Ich hab dich immer bezahlt, oder? Also ich bin am Ende zu flüssig. Aber ich hatte was am Laufen. Du kriegst deine Knete. Noch eine Runde. Du kriegst ja ja nicht mehr. Du wirst erst wieder bedient, wenn alle deine Deckel bezahlt sind. Die Zeiten sind hart. Hast du mich richtig verstanden, Kollege? Gib mir wenigstens den 10-Euro-Schein wieder, okay? Den brauche ich viel. Passen Sie auf. Nun werden Sie Zeuge, wie Werner versucht, seine verlorene Macht zu kompensieren. Jeden ersten Freitag im Monat mietet Werner das Hinterzimmer in irgendeinem Drecksclub in so einer Klitsche und hält dort Hof. Wenn Sie mich fragen, ein verzweifelter Versuch, die 80er wieder aufleben zu lassen. Schauen Sie sich diese Papierdinger doch mal an. Wen haben wir denn da? Porno-Peter. Manfred, der Gourmet. Fette Sau. Mach mit Krieg, ey! Faster Eddie. Und da gibt's auch noch Harald, die alte Koksbombe. Ein weiterer von Werners Hirn amputierten Schlägern. Hätten Sie vor denen Angst? Würden Sie auf den Bürgersteig nach rechts gehen, wenn die Ihnen entgegenkommen würden? Wenn das Gangster sein sollen, dann bin ich Al Capone. Klar haben Sie hier und da ein paar Frauen laufen und machen hier und da ein paar krumme Geschäfte mit irgendwelchen Sachen, die vom Laster gefallen sind. Aber richtige Gangster, Mörder, Verbrecher, Leute, die bereit sind, Menschen umzubringen, die sehen anders aus. Und die erkennst du erst, wenn es zu spät ist. Ah, da kommt Günther, die kleine Fotze. War ja klar.